Da drüben, glaube ich, war das. Ja, genau. Da ist das Wasser. Also, man könnte auch sagen, diese Schlucht zählt auch noch zu Nikturas Höhlen. Und jetzt ist da aber tatsächlich noch diese Schlucht drüber. Und hier oben bauen wir. Lol. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit ich gezählt hatte. Ich habe mich ablenken lassen, Leute. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also bis hierher 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Also wir sind hier komplett durch, Leute. Dann machen wir jetzt den Boden überall weg. Dann kommt auch dieser Wasserfahrstuhl, der kommt dann auch weg, Leute. Da kommt der Kies hin. Irgendwie schon geil. Blöd, dass es nicht die Bahn ist oder so, sondern tatsächlich hier die Farm, also die Försterei. Das heißt, wir werden hier tatsächlich zubauen müssen. Letztendlich. Ein bisschen schade, aber naja. Ich glaube, bis hierher kam ich irgendwie. Bis hierher. So, zählen wir nochmal. Ich habe die Zahl vergessen. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 war es, genau. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Das heißt hier ist der Boden. Ciao Wasser. Und ciao Wasseraufzug in dieser Höhle. Und Schlucht. Und nochmal Schlucht. So. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Fackel. 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 1, 2, 3, 4, 5. Fackel, super. Damit haben wir jetzt alle Gänge nach rechts und links gegraben, Leute. Jetzt würde ich die gerne verbinden. Und zwar erstmal die Wege. So. Wir müssen ja jetzt gar nicht mehr zählen, Leute. Wir graben jetzt einfach durch. Und zwar eigentlich sogar eins höher. 1, 2, 3, 4. Denn ich grabe hier tatsächlich den Weg schon mit. Machen wir erstmal nur die Dreier. Den Boden heben wir separat aus.
Eigentlich müssten wir jetzt dann gleich durchkommen. Müssten wir jetzt eigentlich gleich auf dem mittleren Weg sein. Ah, da ist er. Sehr schön, Leute. So, also, der mittlere Weg. So, jetzt machen wir den Boden. Spitzhacke hält nicht mehr allzu lange durch. Was ein bisschen schade wäre, aber naja. Ah. Da hatte ich wohl gegraben. Naja. So, ist da im Boden irgendwo was? Ja, da ist Eisen. Das war's. Das war's. Da müssen wir den Boden wieder dicht machen. Sehr schön. Und jetzt können wir hier wieder Kies verlegen. Und ich habe keinen Kies mehr. Hallo Fledermaus. So, räumen wir erstmal das Zeug alles weg. Habe ich kein Holz dabei gehabt? Oder habe ich das aus Versehen weggepackt? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte Holz dabei. Ich glaube, ich habe es eventuell aus Versehen weggepackt. Nein, da ist es aber nicht. Ich hatte wohl wirklich kein Holz dabei. Tja. Hallo Fledermaus. Au. Kam wahrscheinlich von da drüben irgendwie. Naja. So, dann. 1, 2, 3, 4, 5. Fackel. 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 1, 2, 3, 4, 5. Super. So, ich brauche Fackeln. Weiter mit dem nächsten. Dann wären wir jetzt knapp bei der Hütte wieder. Also die Wege sind jetzt dann komplett fertig, Leute. Die schaffen wir heute noch bestimmt, sofern die Spitzhacke durchhält. So, müsste ja eigentlich dann gleich wieder durch sein. Ah, ich höre schon die Lava. Oh, ich hoffe, wir kommen nicht jetzt in die Lava. Da hätte ich ja gar keine Lust, ehrlich gesagt, darauf.
wenn hier jetzt irgendwo der Lava-Durchbruch wäre. Aber sehr laut ist es. Ist sie die Lava? Über uns, unter uns, ich habe keine Ahnung, Leute. Da ist der Durchbruch. Ich hoffe, sie ist unter uns, aber nicht direkt unter uns, sondern eben so, dass wir jetzt nicht durchfallen. Dass sie also noch zwei, drei Blöcke da nochmal drunter ist, Leute. Das würde ich mir wünschen, denn dann hätten wir mit der Lava nichts zu tun. Das wäre angenehm. Und irgendwas ist ja unter uns. Es kommt die Höhenmusik, dass unter uns Höhle ist. Okay. So, wir hätten jetzt hier Kohle, die möchte ich mitnehmen. Sehr schön. Und sonst ist hier unten nichts. Gut, dann kommt jetzt der Kies. Und jetzt kommt der Stein. Und wieder der Kies. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier eine Fackel. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist hier eine Fackel. 1, 2, 3, 4, 5. Fackel. 1, 2, 3, 4, 5. Und Fackel. 1, 2, 3, 4, 5. Super, Leute. Jetzt ist hier auch alles fertig. Was ich jetzt noch gerne tun würde, wäre, wir haben ja hier diese 7. Ich würde auch gerne hier die 7 noch reinbauen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Genau. Das ist hier halt so ein Kreuz. Das würde ich auch gerne da ganz hinten auch noch machen. Also hier 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Gut, hier merkt man es nicht so ganz, aber egal. Gut, dann würde ich jetzt gerne erstmal kurz wieder ein bisschen Zeug ablegen wollen. Oder mache ich gleich... Ah nein, wir kommen eh dran vorbei. Wir kommen eh dran vorbei, denn ich möchte jetzt hier den Weg so graben, die Wege. Dabei ist ja nur noch einer. Deswegen könnten wir eigentlich gleich hier wieder
ein bisschen was ablegen. So. Nehmen wir uns den Kies noch auf. Den werden wir brauchen. Dann geht es jetzt hier drüben weiter. Auch erstmal hier wieder rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Super, Leute. Und jetzt graben wir da den Weg entlang. Zur Mitte. Ich fange übrigens mit Absicht hier auf dieser Seite an und nicht auf der anderen Seite, Leute. Denn auf der anderen Seite haben wir ja das Wasser, das Meer, und da haben wir es ein bisschen schwieriger. Wenn wir von dieser Seite hier anfangen, haben wir es bis zum Ende hin leichter, weil wir kein Wasser da haben oder haben sollten. Und erst am Ende beim Durchbruch, so ungefähr, kommt dann das Wasser. Durchbruch müsste auch gleich kommen. Die Spitzhacke hat nicht mehr so viel aus, Leute. Das finde ich schade. Wir hatten sie beim letzten Mal halt bei der Höhlentour schon hart rangenommen und jetzt schon wieder graben. Ist leider ein bisschen anstrengend für die Spitzhacke. Aber da haben wir den Durchbruch. Ach, ich habe ja schon alles genommen. Okay, dann gleich den Boden raus. Sehr schön. So, gibt es da im Boden jetzt? Ich habe wieder mal nicht aufgepasst, Leute. Nein, hier gibt es nichts. Dann Kies.